Willkommen zurück zu einem weiteren Part Shadow of the Colossus. Im letzten Part haben wir den riesigen Sandwüsten-Luft-Koloss besiegt und jetzt geht's weiter in eine verborgene Stadt. In ja, statten wir mal einen Besuch ab. Gut, der Witz kam flach. Wo geht's lang? Da lang. Okay. Ich glaube, ich gehe... Ja, ich glaube, ich gehe... rechts lang. Ago, kommst du mal her? Ago, wo bist du? Da oben? Nee. Hallo? Komm schon. Du sollst kommen, ja, so kann man einen Part auch in die Länge ziehen. Oh mein. Oh du meine Güte. Tut mir wirklich leid, wenn der natürlich nicht kommt. Wo bist denn du? Ja. Ja, aus irgendeinem Grund ist mir das Ganze kurz abgestürzt, muss das neu starten. Macht ja nichts. Hat da nicht lange gedauert. Gut, wir müssen nach rechts. Ich weiß jetzt nicht, ob der kleine dran kommt, der Koloss, oder ja. Es gibt nur eine Art, das herauszufinden. Ich muss noch mehr machen, ich muss hier fast 180 Grad. 180 Grad im Sommer. Wo ist die Brücke? Da. Hoffe, ich bin richtig. Ja, flieg doch gegen die Wand, du dummer Vogel. Du Vogel, du. Ja, hallo, was ist denn das? Chip, chip. Nee, sag kein dummer Vogel, Ivo. Nee, nee, nee. Okay, wir müssen... Hä? Da lang? Okay. Plötzlich. Die weite Prärie. Gut, da waren wir. Da war auch ein Koloss, aber wir müssen da durch. Moment, jetzt nochmal. Ja, ich glaube, da weit hindurch. Sag mal, suchst du ein Härchen, du Vogel, du? Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, gut, ich glaube, ich bin richtig. Mato. Ja, genau. Leute von heute, ihr seht es ja auch. Boah. Mann, wie hoch waren das? 6 Meter? Nicht ganz. Aber fast. Okay. Wisst ihr was? Ich speichere ab. Ich speichere ab. Ja, da geht's durch. Und wo ein Schrein ist, ist glaube ich auch der richtige Weg. Schrappetapp. Ich bin ehrfürchtig. Ja. Nee, Quatsch. Ja, spart man sich die Kirche am Sonntag hier. Boah, schon 13 besiegt, meine Herren. Das geht ja zügig. Habe ich das noch schneller beendet als Ocarina of Time? Ja, du kannst doch zu mir kommen. Komm schon, Agro. Ja, ja. Ups, Entschuldigung. Luft im Hals. Okay, wie ich habe gelesen, es geht durch den Wald. Dass hier ein Wald ist.
Aber ja, ich weiß, ich schaue ja oft nach, aber ich will hier nicht mich verfranzeln. Es wird wieder düster. Ja, hallo? Geht's lang? Ah. Da lang. Jo. Okay. Ja, wie ist eure Meinung zu diesem Spiel? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Mögt ihr es? Habt ihr es? Ist es für euch ein modernes Kunstwerk oder sagt ihr, nö, mir zu wenig Action, zu wenig Gegner oder ja, schreibt's doch mal in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ich schreibe zwar regelmäßig auch auf Dragon Ball, schreibt ihr regelmäßig die Kommentare. Könnt auch weiterhin, ich lese das gerne und beantworte auch. Und wenn es auch gefällt, bitte fleißig bitte abonnieren, wenn es gefallen hat, wichtig. Wenn es gefallen hat, wichtig, Daumen hoch auf YouTube. Bitte, bitte. Jetzt gebt es weiter, dass ich hier über 30 Jahre Videospiele, Let's Play. Ja, und wenn euch mein Stil gefällt, bitte, bitte, bitte. Gebt es weiter. Würdet ihr mir sehr, sehr behilflich sein damit, denn ich. Ja, ich finde, ich mache es gut, ich bekomme keine negativen. Ja, mal ein, zwei, drei Daumen runter, das nehme ich. Ich nehme ja Kritik nie persönlich aus, mir sagt einer, du blöde Sau, du. Nee, 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 nee. Aber wirklich, wenn es euch gefällt, bitte empfehlt mich weiter. Abonniert mich und was auch immer, also nicht was auch immer, aber ja, was eben so ansteht. Ihr wisst ja sicher selbst, wie man am besten eine Empfehlung macht. Ich wollte ja so sagen, ja, nicht falsch verstehen, ich bin hier mit Leib und Seele Let's Player, ich mache das so wahnsinnig gerne. Hab so viele tolle Games, ja, ich mache immer wieder mal Hausputz und da fallen mir Spiele in die Hände, von denen ich denke, ja, das wären doch epische Spiele. Und natürlich mache ich auch top aktuelle Games, natürlich. Und wenn jemand sagt, ja, dieses Spiel oder das andere Spiel, was da herauskommt, das soll episch sein, ja, dann werde ich das sicher bei Release zocken, wenn ich das auch habe. So viel dazu. Wir sind beim nächsten Koloss. Ein kleiner Koloss. Aber interessanter. Ihr seht die Säulen, die sind wichtig. Und warum, werdet ihr gleich sehen. Wenn du da jetzt runtergefallen wärst, hättest du was gehört von mir. Du Wender. Okay, ich gehe den konventionellen Weg. Okay, irgendwo lauert der. Der lauert doch hier irgendwo. Na? Okay, ich bin doch falsch. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, wie ich Let's Play, ich finde, ja, ich schaue ja auch regelmäßig andere Let's Plays und ich muss sagen, ich bin in guter Gesellschaft. Ich finde, die Qualität meiner Videos lässt sich absolut sehen mit im Vergleich mit anderen. Natürlich bin ich noch längst nicht so bekannt. Und mir geht es auch nicht ums Geld, sondern ich möchte, ich denke mir immer, ja, so wie andere Let's Play. Es gibt einfach sehr viele Spiele, die gibt es nicht. Die werden nicht im deutschen
bla bla bla, im deutschsprachigen Raum gespielt, gelet's played und ja. Gut, ich kann ja überhaupt nicht motzen. Ja, im Zeit der Aufnahme hier habe ich ja regelmäßig wird geschaut und dafür bin ich immer dankbar. Ihr wisst, ich bin dankbar. Ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass man so einen YouTube-Kanal eröffnen kann und auf einmal Fans und Freunde hat und das täglich geschaut wird. Kaum aufgeschaltet hat es schon Anklicks und nicht meine eigenen. Nee, nee, nee. Da bin ich natürlich dankbar. Irgendwie fehlt hier der Koloss. Irgendwie fehlt hier der Koloss. Da hinten. Okay. Ach ja. Genau. Da. Der da. Der Hundi. Oder Löwe? Nee, ist ein Löwe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Na? Oh, der kommt. Ja, der kommt. Autsch. Komm hoch. Wie gesagt, ich sage es immer wieder. Ich danke vielmals allen, die immer regelmäßig meine Let's Plays schauen. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch auf YouTube, ganz wichtig. Bitte abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Ja, empfehlt mich bitte weiter, bitte, bitte. Denn hier werden noch epische Let's Plays zu sehen sein. Ganz neue, aus über 30 Jahren Videospiele auch. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Nicht für mich, ich bin kein Ego-Typ. Auch wenn es vielleicht den Eindruck macht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, danke und ja. Bitte empfehlt mich weiter. Bitte sagt es weiter. Seht ihr, deshalb sind die Säulen wichtig. Wir müssen ihn nämlich da rüberlocken. Na, wo bist? Kommst du? Ja, ja. Also irgendwie finde ich den ja niedlich. Ganz ehrlich, ich finde den niedlich. So ein kleiner, schöner Koloss. So, ja, ein kleiner Raufbursche hier. Ich mag den. Finde ich sympathisch. Ja, zum... Nochmal, zum letzten Mal, bevor das Video dann irgendwann beendet ist, der Part, wenn ihr mich empfehlt und auch wenn ihr schaut, für alles natürlich, ich danke euch unendlich viele Mal, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt kümmern wir uns mal um den Koloss. Na? Ich muss dich jucken, ich weiß. Komm her. Bam. Wow, 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 wow. Haha. Ich wollte eigentlich springen, aber der Noob hier macht's nicht. Okay. Okay. Komm. Hau da auch mal rein. Mach das kaputt. Was war denn das jetzt? Habt ihr es auch gehört? Fällt uns die Hütte über, um? Nee, nee, das sind hier. Das fällt um, nichts anderes. Hoch, 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 hoch. Komm. Komm her. Wirf um. Komm, du willst es doch. Du hast Energie dafür. Bam.
Oh, Wanda, du bist so eine Lusche. Okay, weiter geht's. Da lang. Da hoch. Ja. Der Kleine hat Energie. Er holt Anlauf. Und bam. Hey, yes, sir. Jetzt da lang. Ha. Mann, wie ich mich am Anfang des Spiels angestellt habe noch. Im zweiten Part und im ersten, ja. Aber hallo. Okay. Zu dem rüber. Machen wir doch, kein Problem. Und Giovanni. Ja. Geronimo. Muss er auch noch gebasht werden? Du bist so ein Trottel. Wender, du bist so ein Trottel. Schnell da hoch, aber zügig. Ach ja, ich glaube, ich muss gar nicht die andere Säule bashen. Oder? Mal schauen. Hör auf damit. Lass mich. Und ja. Herüber. Komm schon, Kolossi. Rüber. Ich wollte doch rüberspringen. Meine Fräse. Tja, der Durchgang ist frei. Gut. Weiter geht's. Hier durch. Ja, genau. Wir müssen ihn dazu bringen, hier diese Säulen zu bashen. Geh hoch. Kommt es euch bekannt vor, wo wir sind? Ja. Ja, da noch oben. Diese Säule muss er bashen. Dann geht ihm der Panzer auf. Komm schon. Okay, mache ich es eben so. Komm. Autsch. Und jetzt befreie dich und lass den Panzer da. Ja. Also irgendwie kommt er mir vor wie ein Hund. Heißt zwar sein Löwe, aber das ist doch ein Hund. Ein kleiner Wauwau. Komm, wo bist? Da? Komm schon. Keine Lust mehr? Doch. Okay. Geronimo. Ja, tut mir leid, aber ich muss dich bashen. Ist nicht persönlich gemeint. Nimm's nicht persönlich. Es muss eben sein. Verlangt das Spiel. Und nochmal für die... Ja, tut mir leid. Ach komm schon.
Ja, ist doch nicht so schlimm. Ja, ist ja nur ein Spiel. Leute von heute. So. Schaffen wir noch den Weg zum nächsten Koloss oder haben wir schon ein Part voll? Muss ich mal schauen. Ja, der Part ist noch nicht voll. Ich glaube, ich schaffe noch den Weg zum nächsten. Oder? Mal schauen. Also es gibt noch eine lange Zwischensequenz. Dann nicht. Ja, wobei. Ja, vielleicht haben wir ja noch einen Andachtschein unterwegs. Gut, einer weniger. Leider schön. Und der nächste Gegner ist wer? Na? Okay, ein Riese. Ich glaube, ich weiß, wer er ist. Der Aggressive. Der Starke. Gut. Mal schauen, was wir alles schaffen auf dem Weg. Gut. Ich taube nie fair. Verunglimpft sie nicht alles. Ich fliege ein bisschen mit den Tauben. Ja, der Akku kommt schon. Ich bin ein Reittier. Also mit zwei Tauben durch das ganze Land fliegen, das sehe ich mal aus. Okay, wo ist der nächste? Next, please. Geradeaus? Okay. Agwo, komm schon. Ja. Diesmal ist er nicht stecken geblieben. Aber ich komme nicht hoch. Ja. Kurzer Schnitt. Abgeruckelt. Wir freuen uns doch schon alle auf die nächsten Let's Plays. Ich hab noch viel im Petto. Dino Crisis 2, New Super Mario Bros. Als nächstes, als neueres Game hält ich Rayman Legends und ja. Oder ihr schreibt mir, wenn ihr noch ein Spiel kennt, was auch gut ist, irgendein relativ neueres Game. Wird sich dann schon finden. Ich habe auch viele Ratschläge schon bekommen. Ja, was ich soll. Dann mache ich dann vielleicht auch ein Voting. Dass ihr auch sicher euer Spiel habt. Dann werden wir dann sehen, was als nächstes kommt. Die nächsten Let's Plays. Gut, es geht da lang. Okay, ganz sicher? Ja. Das ist aber an dem vorbei und dann in nach Nordosten. Okay. Wir gehen der Sache nach. Ja, hier ist ein Schrein. Gut, der Part ist ja auch schon voll. So. Beten, oder ja, was auch immer. Hallo, du Gecko. Die könnte man auch noch alle beten, aber frag mich nicht, wie und wohin und was. Doch, ich weiß es schon, aber ich mache das jetzt nicht. Ja, Leute von heute, es war ein schöner Part.
Wir haben viel gesehen, viel gelacht. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch bei YouTube. Bitte abonniert mich, bitte empfehlt mich. Danke für alles und bis zum nächsten Part. Tschüss!